Beginn, dieses Video wird ein anderes Video. Man könnte denken, es ist ein Vlog, aber es ist eher ein Impressionsvideo mit einer anderen Art und Weise von VoiceOver. Also, viel Spaß! Ich fuhr mit dem Expresszug Trolley Olli nach Berlin. Dort fand dieses Jahr die Europameisterschaft statt. Ich hatte die Quali-Archäzion ja bereits letztes Jahr in Aurich geholt, also konnte ich dorthin fahren. Dort angekommen im Drehscheibenbahnhof Berlin, musste ich von dort mit der Eisbahn weiter. Es war mit der S-Bahn. Da ich bereits schon öfters in Berlin war, kam mir alles nicht unvertraut vor. Und so war ich nicht verloren im verlorenen Paradies. Alter, was mache ich hier? Dank der D-Zeit, die ich mir nahm, verpasste ich meinen ersten Express-Ride und musste dann den nächsten nehmen. Man fuhr durch die finstere Stadt Berlin und musste dann noch einmal die Bahn austauschen. Dann kam ich beim großen Kern des Hotels an. Es war so groß, dass man es auch der große Jupiter oder der große Saturn hätte nennen können. Oh Mann. Als ich ankam, wünschte ich mir echt eine Zeitmaschine, denn ich kam um 19.10 Uhr an und um 19 Uhr stand man vor der geschlossenen Front und es gab keinen Zugang mehr zur Location. Als ich die große Valhalla war, wurde ich dort von meinem Zimmerpartner abgeholt und wir machten uns zum Weg zum Zimmer. Es war echt ein weiter Weg, wie eine Reise ins Verderben. Das Zimmer jedoch war einfach gegeben. Es war echt ein schönes Zimmer und das Bett war echt bequem. Dann in der Geistertricknacht habe ich noch mein Side-Deck gebaut und da viel Goki und Pendel erwartet wurde, habe ich mein Side-Deck nochmal umgebaut. Dann am nächsten Tag war Anmeldung. Ich war einer der ersten in der Location und in der Halle war es verboten, mit dem Fotoclub zu filmen. Deshalb gibt es jetzt nur noch Fotos, also wurde meine morphtronische Videokamera zur morphtronischen Kamera. Unter anderem gab ich dann meine Vertragsunterzeichnung ab und war somit angemeldet. Es war schon sehr viel los und die Halle füllte sich immer mehr. Wie immer gab es vor Ort einige Kartenhändler und diesmal sogar drei, wo jeder noch seine Karten des letzten Willen kaufen konnte. Es gab zwei große Uhren des Schicksals, wie bei jedem Event. Und Fun Fact, ich kam nicht einmal ins Timeout, trotz der neuen Zeitregel. Man muss nur schnell genug wissen, wann man verloren hat und aufgegeben musste, um ins nächste Spiel zu gehen. Wie lief es für mich? Naja, was soll ich sagen? Es war zu viel des Guten, was mein Gegner hatte, oder ich hatte einfach Pech. Beim ersten Duell konnte ich echt nicht viel machen. Ich versuchte den Ruf der Würfel zu hören, doch ich verlor den Wurf. Erste Runde verlor ich, weil ich zwar die Handtrap habe, aber der Gegner Call by the Grave hatte. Und beim zweiten Game fing ich an, flippte verbotener Friedhof und er gibt auf. Drittes Game habe ich die Handtrap und er hat wieder Call by the Grave. Dann die zweite Runde war ein Easy Win, ich musste gegen Grand Machu ran. Die dritte Runde musste ich gegen einen Vogue dran. Und das wusste ich nicht, da ich diesmal endlich mal den Würfelwurf gewann. Und ja, ich fange an und dann bekomme ich den Twin Twister und natürlich aktiviert man auf Twin Twister Sündenburg. Erst recht, wenn der Gegner Terraforming abwirft, weil du noch nicht weißt, gegen was du spielst. Und ja, das war dann auch schon GG. In der zweiten Runde bringe ich mir da was zurecht und trotz des Lockbirds schafft er es, mich zu OTK'n. Ja, was soll ich da denn tun? Und Sündenburg nochmal zu aktivieren? Ne, das wollte ich dann doch nicht. Dann die nächste Runde gegen Altergeist. Ich verliere wieder den Würfelwurf und darf gegen 4 Sets spielen. Egal was ich machte, er hatte auf alles eine Antwort. Er aktivierte Strike auf meinen Sky Striker, Altergeist Multifaker kam, Negate durch Protokoll auf die Handschelken. Einfach chancenlos. Das war das absolute Ende für mich und für die M. Doch ich spielte noch weiter, obwohl ich keine Chance mehr auf Tops hatte, denn ich wollte einfach noch ein bisschen spielen. Nächsten Tag habe ich dann eine Giant Card mitgespielt, und zwar die um Diablo. Das war jedoch ein sehr spezielles Turnier, denn man musste mit dem Structure Deck antreten und jeder hat das Structure Deck bekommen, also war Structure Deck gegen Structure Deck. Ich gewann die ersten 3 Runden und dann ging es für mich in die Leere und ich war raus. Allgemein gab es sehr coole Giant Cards, doch ich schaffte es leider nicht, mich für andere anzumelden, deswegen nur hier um Diablo. Das Event war spielerisch zwar nicht so ganz meins, aber allgemein war das Event sehr cool. Ich nahm an den Minispielen vor Ort teil. Einmal musste man Ballonechsen in ein schwarzes Loch werfen, dann einmal musste man Duel Links spielen und einmal musste man mit der Drachenbuster-Kanone ebenfalls wieder ein schwarzes Loch treffen und dann einmal ein Giant Card Duell mitmachen. Wenn man dies getan hatte, durfte man an einem Glücksspiel teilnehmen und zwar am Glücksrad drehen. Ich gewann immerhin einen Booster, aber zog jedoch nichts Gutes. Den Rest habe ich noch mit Leuten geredet und dann habe ich Videos bzw. Deck Profiles für Junks Playground aufgenommen. Nachdem der Sieger feststand, der dieses Mal auch von CCG gestellt wurde, nicht nur letztes Jahr, sondern auch dieses Jahr, packte ich meine Sachen und fuhr mit dem Nachtexpress-Ritter wieder nach Hause. Ein sehr schönes Wochenende, auch wenn es spielerisch hätte besser laufen können, aber so ist das eben. Und es geht doch eh nur um Spaß. Und Spaß hat es auf alle Fälle gemacht.